zwischen dem historischen Ort Sponheim und den Ruinen des Klosters auf dem Disibodenberg liegt der Weinort Waldböckelheim, Kreis Bad Kreuznach. Dieser Ort, von erloschenen Vulkanen umgeben, zum Beispiel der Heimberg, besitzt zwei interessante Kirchen. In hoher, imposanter Lage die evangelische Pfarrkirche, die Bergkirche St. Peter, und im Ortszentrum die katholische Kirche St. Bartholomäus. Die Bergkirche St. Peter, ein Bruchsteinbau, Maulbronner Sandstein, 1863 bis 1867 vom Baumeister Conradi im neugotischen Stil erbaut. Eine dreischiffige Hallenkirche mit fünfseitig geschlossenem Chor. Die Turmspitze ist polygonal. 1985 wurde die Kirche renoviert. Die katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus, ein Bruchsteinbau, 1832 bis 1835 erbaut. Sie hat für diese Gegend eine markante Größe im neoromanischen Stil. Die Kirche besitzt ein geräumiges Langhaus und einen breiten Rundchor. Weitere Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das Rathaus und die ehemalige Kurmainz-Faktorei mit einem Renaissance-Erker.